Das Spannende dabei ist, dass ein großer Ex-SPÖler, der letzte Kanzler quasi, der hat ja vor langer Zeit, also ich habe da ein Interview vom 19. August, hat diese Krise vorausgesehen Ja. und hat sie vielleicht schon fast ein bisschen versprochen Ja, kann sein. im Interview. Aber das ist auch sehr bezeichnend, gell? Sobald diese Menschen dann aus der Politik heraus sind, plötzlich fällt es ihnen auf. Was? Plötzlich sehen sie es. Das Aber geht dann einfach so, da hat man dann irgendwie, weiß nicht, mehr Sauerstoff wieder im Hirn, gell? Wenn man nicht Politiker ist, plötzlich geht es. Aber bitte schau mal an, was der Herr Kern so verzapft hat. was der Kern gesagt hat. Vielleicht noch ein Beispiel was zu diesen Tradingmärkten. Der Staat kauft jetzt Gas ein, in Deutschland und in Österreich, um die Gasspeicher zu befüllen. Das ist notwendig, damit wir über den Winter kommen. Gleichzeitig auf diesem Markt, wo wir Gas einkaufen, treffen die staatlichen Agenturen auf professionelle Trader und Händler. Diese professionellen Trader und Händler haben aber nicht das Interesse, dass die Gasspeicher gefüllt werden, sondern die haben vorderrangig das Interesse, dass sie ordentliche Gewinne und Profite machen. So, jetzt muss der Staat kaufen, sitzt Counterparts, also Händlern gegenüber, die wissen, dass wir zu jedem Preis kaufen müssen, und die Preise werden durch die Decke gehen, die werden durch die Decke getrieben. Und das ist eine Naivität, die ich nicht mehr verstehe, weil wenn wir heute noch glauben, an dem liberalisierten Strommarkt festhalten zu können, dann machen wir einen großen Fehler, dann lügen wir uns komplett in die Tasche. Dieses Konzept ist krachend schiefgegangen. Die Frage ist, ob er da in die Zukunft geschaut hat oder vielleicht schon ein bisschen einen Tipp gegeben hat. Der hat das vielleicht kommen gesehen. Ja, der hat mal gesagt, Energie und Gas ein bisschen verwechselt, ja. Ich frage mich trotzdem, warum das nicht verstaatlicht ist. Weißt? Das ist ja verstaatlicht. Na, scheinbar nicht. Weil ich verstehe das so. Weißt, ich bin naiv, ja? Und verstehe das so, wenn Österreich einen Energiehersteller hat und der traden muss mit dem Weltmarkt, dann sitzt dort der Energieminister. Dann sitzt dort der Energieminister und macht den Preis aus für ganz Österreich. Weißt? Und der muss dann den Bürgern Rechnung und Antwort stehen, ja, wenn der da irgendwas falsch verhandelt hat. Und da ist es so, dass das irgendwelche, sicher so halb verstaatlicht, ja? Ich verstehe schon, aber irgendwelche Leute, die da das Geld, die Taschen voll machen, ja? Irgendwelche Spekulationen machen und der Bürger durch die Finger schaut. Ja, und da kommt eben wieder das zum Tragen, was halt wirklich genau in der Konstellation nicht passieren sollte, und zwar die Gewinne werden privatisiert und die Verluste werden verstaatlicht. Ja, danke. Und Ja, genau. das ist genau der Punkt, der eben jetzt so ein bisschen sichtbar wird oder sichtbar werden könnte bei genau diesen Geschäften. Aber jetzt habe ich es Weil verstanden. das ist nämlich ja genau der Punkt, der eben bei vielen Banken auch der Fall war. Wenn eine Bank zum Beispiel vor die Hunde geht, war es auch immer so, dass die ganz lang ganz viel Gewinne gescheffelt haben. Und wenn dann einmal ganz viel Rot am Ende des Jahres dasteht, dann gehen sie natürlich zum Staat und sagen: Lieber Staat, bevor wir jetzt unseren Kunden sagen müssen, dass es vorbei ist und dass das Sparkonto erledigt ist, kriegen wir jetzt bitte Geld von euch, und zwar ganz, ganz viel. Hyper Alpe Adria waren 16 Milliarden Euro damals. Und genau das ist der Punkt, der jetzt auch für mich ganz im Vordergrund stehen sollte. Ja. Und wenn dann die Wien Energie sagt, sie hören jetzt auf, an der Börse Termingeschäfte zu machen, dann denke ich immer so: War das Option? Habt ihr das vorher vielleicht einfach nur nebenbei gemacht, weil ihr ganz viel Geld zur Verfügung gehabt habt, mit denen ihr Geschäfte habt machen können? Jetzt hört ihr damit auf und macht wieder bilaterale Geschäfte, so wie alle anderen? I don't know. Was nicht, mir schlecht. Schlecht und bin traurig. Na, aber so, wenn du das jetzt nochmal, ich möchte nochmal den Punkt aufgreifen. Wenn du jetzt wirklich sagst, zum Beispiel bei der Bank oder auch bei der Wien Energie, ist es ja egal. Der sagt, lieber Bund, ihr müsst uns das Geld geben, weil sonst müssen wir Leute entlassen, ja? Dann habt ihr ganz viele Arbeitslose, ihr werdet Haushalte haben, die nicht versorgt sind, ja? Die Leute werden euch auf die Barrikaden steigen, die Leute werden demonstrieren gehen, ja? Es wird einen Wutwinter geben, wenn ihr die 2 Milliarden nicht zahlt. Und dann deswegen, das ist das Druckmittel, deswegen macht das dann der Bund. Genau, Der dann das. sage ich dann, wir sollten da wirklich auf die Straßen gehen. Weißt? Und das abfedern. Und irgendwie den Kanzlern sagen, den Kanzler und den Ministern sagen, so, Freunde, ist es uns jetzt egal, ja, wir gehen trotzdem demonstrieren. Da können Sie so viel Geld den Energieversorgern geben, wie ihr wollt, aber ja, wir sind vielleicht ein bisschen gemütliches Volk, gell, und gehen nur auf die Erdbauer.
entwickelt. 1940 als Nuklearwaffenträger. Erstflug 1952. Diente als Grundpfeiler der US-amerikanischen nuklearen Abschreckung im Zeichen des Kalten Krieges. Die B-52 das erste Mal in einem Überflug hier in Zeltweg in Österreich. Wir grüßen hinauf und Zeltweg grüßt die B-52. Mai, sehr dunkle Voraussicht, was solche Themen angeht, ist halt immer die, dass wenn jetzt zum Beispiel die Energieministerin sich sehr stark für Themen des Verbunds einsetzt, dann kann es natürlich sein, dass sie später einen sehr teuren Posten beim Verbund kriegt. Die Frau Köstinger hat sich auch für verschiedene Menschen eingesetzt, wo sie vielleicht auch jetzt einen Posten bekommen hat. Vielleicht wäre der Herr Ludwig später in den Vorstand der Wien Energie gegangen. Wer weiß das schon so genau? Aber für mich ist es immer so ein bisschen diese Sichtweise, wenn so ein eigentlich staatliches Unternehmen zum Bürgermeister geht und sagt, hey, Entschuldigung, es ist gerade eh Sommerpause, der Gemeinderat muss den nicht fragen, gib mir bitte mal 700 Millionen. 700 Millionen! Ja, und dieser Heini, der Vorstand ist von der Wien Energie, kriegt 430.000 Euro. Ja. Nur Name, dass ich es gesagt habe. 430.000 Euro im Jahr. Das ist wie ein, naja, Spitzensportler geht es nicht aus. Ein halber Spitzensportler. Wie ich das gehört habe, habe ich mir auch gedacht, ja, ich bin nicht günstig. Gegessen wird zu Hause, weil meine Frau so kocht super. Es ist auf jeden Fall zu viel für einen Menschen alleine. Und das ist das, was mich einfach so ein bisschen stutzig macht, wenn man denkt, so, wie viele Menschen müssen da arbeiten oder müssen... Draufzahlen, meinst du? Draufzahlen, damit dieser Mensch dieses Geld bekommen kann. Ja. Weißt? Ja. Da tue ich mir schon richtig schwer. Aber schauen wir mal ganz kurz noch zu unserem Orakel, Christian Kern. Der hat nämlich in diesem Interview eine weitere Sache gesagt, die vielleicht auf uns zukommt, was ich interessant finden würde, was du dazu sagst. Da müssen wir wieder anfangen, strategisch zu denken. Weil wenn wir zum Beispiel erneuerbare Energie ausbauen wollen, diese Energiewende wollen, dann brauchen wir Rohstoffe dafür. Dann brauchen wir Lithium, dann brauchen wir Kobalt und vor allem Kupfer. Und das Kupferbeispiel ist so ein hervorragendes, weil es zeigt, wie wenig wir strategisch denken in Europa. Weil wir haben kaum Kupferminen in Europa. Aber was wir haben, ist Kupferrecycling in der Slowakei, in Belgien, in Österreich und in Deutschland. Und dort ist es so, auf diesem Markt, wo Kupferschrott verarbeitet wird und recycelt wird, wieder aufbereitet wird, dass seit Monaten chinesische Unternehmen in Europa den Kupferschrott im großen Stil uns wegkaufen. Und das meine ich mit, wir brauchen ein verzahntes Konzept, wir brauchen entschlossenes Handeln. Aber jetzt, der Ukraine-Krieg ist eine Realität, die Sanktionen sind eine Realität. Jetzt müssen wir uns wappnen, dass wir die Auswirkungen gut überstehen. Realität. Naja, aber das ist es halt. Da sitzt jemand, der kurz einmal in der Politik war und der gibt uns jetzt so ein bisschen so diese Tipps, wo ich mir denke, so, ja, ich weiß, das, natürlich ist das nicht gut, aber es wird dann darauf rauslaufen, dass wir trotz allem das dann alles in China kaufen und dann halt nicht mehr von Russland abhängig sind. Das haben wir halt von China abhängig, das ist noch viel besser. Und das ist auch... Das ist, dann, besser wie Russland. Das ist auch dann so eine Regierung, mit denen wir wahrscheinlich mit dem werden wir genauso gute Erfahrungen haben wie mit Russland. Probleme gehen nur auf Sendung, wenn auch bereits die Lösung präsentiert werden kann. Seht her, Staat, Armee und Partei kümmern sich darum, lautet die Botschaft dieser Bilder. Ganz anders die Berichte über die Dürre in Europa oder in den USA. Alles verdorrt, verbrannt, vernichtet. Todesopfer und Chaos, kurzum, das Scheitern der westlichen Demokratien. Aber es läuft nicht so recht. Die Pandemie ist zurück und die Wirtschaft bricht ein. Willst du sagen, dass China kein souveräner Staat ist, oder was? Naja, es ist auf jeden Fall was, wo ich nicht leben mag. Sagen wir mal so. China ist groß. Zahlreiche Chinesen bangen um ihre Spareinlagen und werden dafür verprügelt oder verhaftet. Und dazu noch die ständigen Lockdowns und Massentests. Zig Millionen Menschen stöhnen unter der kompromisslosen Null-Covid-Politik, unter Behördenwillkür und Einkommensverlusten. Das tägliche Leben wird für immer mehr Chinesen zum täglichen Kampf. Aber nein, du hast natürlich völlig recht. Was, das ist Österreich, Europa ist so abhängig von anderen Ländern. Und ich frage mich, wieso. Wieder so mal zu meinem Beispiel. Weiß ich nicht. Ich würde Minister dort hinsetzen, die Sachen verhandeln. Aber das ist alles bei uns privatisiert und deswegen kriegt es ja keiner mit. Kriegt keiner mit. Nichts passiert.
Und vor allem, wenn dann diese chinesischen Unternehmen eben kommen und mit einem Geldsackl sie hinstellen und sagen so, ja, da, zack, so auf die Art, ich kaufe dir das jetzt ab, nimm es mit nach China und verkaufst dann dreimal so teuer in einem Jahr wieder zurück. Ja. Und die Menschen, die es aber jetzt in Österreich haben, die glauben halt einfach jetzt ans schnelle Geld oder haben halt jetzt eine Krise. Und wir werden auf lange Sicht drauf Wir zahlen. leben im Kapitalismus. Da ist jeder auf schnelle Geld aus. Kannst sagen, was du willst, und das ist das Problem. Das denke ich. Das denke ich. Dass da Entscheidungen getroffen werden, die rein eigensinnig sind. Ja? Und ich verstehe das bei der Firma. Ich verstehe das, wenn du Chef bist und du sagst, ich will mit meiner Firma Geld verdienen. Aber bitte nicht ein Land. Bitte nicht das Land Österreich. Weißt? Und jetzt da putzen sie die Politiker ab. Ja, da hat man nichts machen können. Irgendwer in der Wien Energie hat da irgendwas gemacht. Das hat uns keiner gesagt, da kann man nichts tun. Weißt? Das Geld, und das Geld muss man jetzt in die Hand nehmen. Das ist nämlich auch so geil. Das ist gleich wie bei Corona. Ja, die Milliarden, die Impfungen, die müssen wir kaufen. Da gibt es keine Frage. Und alle, die da in der Verantwortung waren, sind mittlerweile in Pension. Ja. Ist leider so. Gut bezahlte Pension wahrscheinlich. Das will man nicht lange und das hält man nicht lange aus. Oh, hallo! Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt am besten dahin, da ist unser Kanal. Hey, und wenn schon am Kanal satz, könnt ihr ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar und über eine Spende würden wir uns sehr freuen. Danke! Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.